Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem Alex und Terraria heute wieder am Start. Und wir gehen gleich mal wieder in unsere Wohnung und mal schauen, was wir heute machen. Im Inventar ist soweit fast alles sortiert. Die Topas sollte ich nur mal noch hier in eine Kiste hauen. Die ist voll, die nicht. Da kommen noch die Topas rein. Und jetzt haben wir noch die Fishing-Route. Da tun wir mal die hier rein. Und das lassen wir mal noch drin. Das kann noch gebraucht. Kann, muss nicht gebraucht werden. Dann haben wir das. Das müsste es dann soweit auch sein. Noch was? Nein, nicht mehr im Inventar. Gut. Die Nacht bricht sowieso gleich herein. Meine NPCs sind alle unter Dach. Ich habe jetzt zwei Goldmünzen, da kann ich noch nicht viel noch nicht viel machen. Das würde ich dann, der Bergmannshelm würde ich ja dann als erstes kaufen. Aber brauche 8 Gold für. Gut. Ich steht jetzt schon, sagen wir, erkunden mal die linke Seite von unserer Welt, also die westliche Seite. Weil ich da ja noch gar nicht war. Oh, da ist eine Ente. Aber ihr seht hier schon wieder, dass es sehr weit runter geht, aber hier unten ist nichts. Soweit. Und hier geht es auch schon wieder in eine Höhle hinein. Dann würde ich schon mal sagen, gehen wir doch einfach mal hier runter. So, was haben wir denn hier in der Kiste? Löschstab, Ledbar, Strahlentrank, Fackeln, auch gut. Und Silbermünzen. Dann nehmen wir die Kiste noch mit. Haben wir noch Rope bekommen. Mal hier noch eins hin. Dann hier weiter. Nochmal. Da unten seht ihr schon wieder so ein Altar. Also von denen gibt es ja anscheinend genügend. Ich habe zwar genügend Fackeln mit, aber ich bleib trotzdem mal sparsam. Oder halt auch nicht. Gut. Geht's hier weiter runter. Und hier unten ist dann auch schon eine tiefere Höhle. Da drüben seht ihr wie so ein komisches Erz. Was ich nicht abbauen kann, das Erz da drüben, was wir schon mal gefunden haben. Ist auch mal lustig, dass ich sowas wieder finde. Oh, und jetzt bricht die Nacht herein, aber ich bin ja hier unter Tage. Da kann mir ja nicht richtig was passieren. Doch, man kann mir schon was passieren, aber das ist nicht so verheerend wie an der Oberfläche. Es kommt schon wieder so ein Wurm. Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Ich weiß nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gerade wieder Wurmgeräusche gehört. Dann ist hier wieder ein großer Höhlenabteil, wo vieles zu erforschen gilt. Und hier oben ist noch ein Krug.
Da drüben ist noch ein weiterer Höhlenabteil, da oben ist Spinnennetz. Dann mach ich einfach mal, weil ich ja den schönen Bumerang hab. Nein. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Glowstick werfen, ne? Ich wollte meinen Bumerang nehmen. Gut. Und so kriegt man nämlich auch solches Zeug weg. Der verbreitet ja auch noch so ein schönes blaues Licht, wenn man den wirft. Hier sieht man jetzt schon gar nichts mehr so richtig, also. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier oben ist auch noch ein kleiner Abschnitt von der Höhle. Da graben wir uns mal noch ein bisschen durch. Oh, Fackeln sind alle. Oh, wir haben hier noch 37, ne? Lustig. So, hier noch hin. So. Und weg mit dem Spinnennetz. Ich grab mal wieder mich bis zu diesem Erz da durch. Und lasst das dann mal so umrundet, dass ich dann, wenn ich mal eine bessere Axt habe oder sowas, dass ich das dann abbauen kann. Hier unten unter mir sehe ich schon wieder ein Erz. Also wenn ihr es auch sehen solltet, habt ihr gute Augen. Hier ist Kupfer. Nicht viel, aber immerhin was. Und ich finde es immer gut, ein paar Erze mitzunehmen. Oh, jetzt haben wir sogar eine, vielleicht sogar eine Ader noch entdeckt. Naja, ein bisschen mehr ist es schon. Und da haben wir es. Jetzt kann ich... Ich mache den Gang hier mal eins... Nein, ich wollte jetzt keinen Pilz nehmen, Leute. Ich habe doch was gegen Drogen. So. So, dann kann ich hier auch ordentlich hoch. Und jetzt geht's weiter. Weiter graben, graben, graben. Was das für ein Erz ist, kann ich ja noch nicht sagen. Es sind ja immer so in drei Blöcken oder immer sind es drei Blöcke von diesem Erz, die man hier findet. Hier über mir ist auch noch ein Blättohr. Das findet man ja häufiger. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Eisenerz gefunden, ne? Also. Das ist ja auch interessant, dass ich kein Eisenerz finde. Oder die haben jetzt Leder mit Eisenerz ersetzt. Irgendwie so. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber gut. So. Hier mal eine Fackel hin. Da oben gibt es dann nicht mehr. Hier machen wir noch eine Fackel hin. Gut. Die Fackeln hier unten haben sie, sind alle durch das Wasser weg. Und jetzt machen wir weiter. Da unten sieht man auch nicht. Das heißt, wir machen jetzt gleich hier oben weiter. Hoch, graben, graben, graben. Und jetzt graben wir uns mal an dieses Erz wieder hinan. Das ist umrundet von Stein. Das mysteriöse Erz. Und wenn ihr gut seid, seht ihr sogar noch einen weiteren Höhlenabschnitt, der sich vor uns jetzt auftut. Den wir dann nur... Da ist sogar ein Krug drin, hier. Sieht man halt nicht immer so gut, aber... So, jetzt lege ich das hier mal noch frei. Das mysteriöse Erz.
lässt sich nicht so richtig abbauen mit dieser Spitzhacke, die ich bis jetzt habe. Dann machen wir hier mal noch eine Fackel hin. Ich sehe jetzt aber außer hier noch an der Seite ein bisschen Leadohr, sehe ich hier erstmal nichts weiter. Das Bild war hier oben. Da. Also für sowas braucht man wirklich ein Auge, wie ich schon mal gesagt habe, um so viele Erze zu finden. Braucht man ein Auge dafür. Muss man öfters Terraria spielen, um sowas, so einen Sinn dafür zu entwickeln. Weil ich jetzt schon weiß, wo Erze es immer so sind oder wie die zu finden sind in Höhlen, weiß ich ungefähr, wo auch welche sind. Und grabe die Grab und da seht ihr schon den nächsten Höhlenabschnitt, der sich auftut. Und da unten ist ein Zombie. So, komm, bau das mal noch ab. So, jetzt haben wir das. Frage mich jetzt, ob ich aus dieser kleinen Lücke, warte mal, das mache ich noch ab. Ob ich aus dieser kleinen Lücke hier den abschießen könnte. Das Schöne ist, ein Bumerang macht im Weg hinzu Schaden und rückzu auch nochmal den gleichen Schaden. Das heißt, man kann ihn sozusagen als Waffe zweimal hintereinander einsetzen, ohne dass man zweimal drücken muss. Das ist schon relativ praktisch. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr Spinnennetz. Ich habe es vorher nicht so oft Spinnennetz gefunden, aber jetzt gibt es das anscheinend öfters. Hallo, ich wollte jetzt die Map da oben nicht haben. Gut. Und jetzt müsste ich mich mal hier noch irgendwie hochbauen. Bauen wir am besten hier drüben mal an. Ja, das ist jetzt Jump'n'Run Skills 0. Hier oben auch noch ein bisschen was ab. Na komm. So. Dann ist auch fast die Nacht schon vorbei, weil man hört ja im Hintergrund noch die Musik, aber die ist schon fast vorbei. Also alle, also weiß ich nicht, wie man sonst noch sagt, also vorüber ist die Nacht. So, weg damit. Genau, jetzt geht der Tag wieder los. Dann kann ich ja den. Ich werde erstmal hier das komplette Höhlensystem, oder nicht das komplette Höhlensystem, das werde ich nicht schaffen, aber so viel wie möglich von dieser Höhle hier erforschen. Und dann wenden wir uns mal der weiteren westlichen Welt über uns zu. Jetzt sehe ich noch ein bisschen Leadohr. Na komm, ein Leadohr. Und fertig. Abgebaut. So. Da noch eine Fackel hin. Hier haben wir ein bisschen Kupfererz. Da oben auch noch Kupfererz. Wieder viel Erz zu mitnehmen, sage ich euch. Damit vergeht natürlich auch sehr viel Zeit durch dieses Abbauen hier. Wenn man dann halt nicht zu mehr kommt, ist es halt scheiße im Let's Play. Wenn man halt hier nur Erze abbaut und sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr langweilig ist. Für mich ist das relativ schön hier, weil ich Terraria als Spiel generell liebe. Also nicht liebe, aber halt toll mag und es ein vielseitiges Spiel ist. Und man hier sehr viele Möglichkeiten hat. So, jetzt müssen wir mal noch hier hoch.
Und dann hier eine Fackel hin. Jetzt muss ich das bloß noch irgendwie abbauen können, ordentlich. Am Ende muss ich mir auch noch eine Bauhilfe bauen, noch ein Gerüst irgendwie. Na komm, abbauen, 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 abbauen. Ja, ich werde mir noch ein Gerüst bauen, noch, also Gerüst in dem an Anführungsstrichen. Und hier oben noch das restliche Kupfererz, um das restliche Kupfererz noch zu bekommen. So, und weg damit. Scheiße. Na gut, die kommen eh nicht hier hoch. Oh, die kleinen roten Slimes, die sind fies. Pinky Slimes, die machen zwar nur einen Schaden, aber dafür sind die Viecher so hartnäckig, weil die so viele Leben haben. Ihr seht, dass das Vieh fast nicht down geht, weil das so viele Leben hat. Also mit diesem Bumerang, seht ihr, mache ich schon ordentlich. Ihr seht, er macht immer nur einen Schaden. Wenn das Vieh einmal weg ist. Na komm. So viel kann es noch nicht mehr sein. Ich höre jetzt ja auch schon irgendwie einen Wurm wieder im Hintergrund. Aber die kommen irgendwie heute nicht hierher. Das ist schön so. So, oh, da gibt's Goldmünzen sogar. Oder eine Goldmünze, weil ich ein paar Silbermünzen gekriegt habe, genau. Fackel hin. Und Kiste ausräumen. So, 10 Silbermünzen. Da haben wir schon fast wieder eine Goldmünze voll. Die Schnürsenkelkappe gepanzert. Ne, die nehme ich einfach mal mit. Granaten gibt's. LED-Barren wieder. Tränke. Und die Eisenhauttränke. So, dann machen wir mal wieder die Kiste weg. Und eine Kiste wieder zum Mitnehmen. So, hier oben haben wir schon wieder den nächsten Höhlenabschnitt. Und weiter geht's. Wie man da so schön sagt. Wieder ein großer Höhlenabschnitt. Oder wie eine große Höhle, die sogar nach oben führt jetzt. Oder von oben nach unten. Das ist ja in dem Sinne dann egal. Wieder 4 Kupfererz zu holen. Das heißt, wieder bauen, bauen, also abbauen, abbauen, abbauen. Gut, haben wir den Slime noch beseitigt. Hier haben wir noch ein bisschen LED-Ohr und dann geht's da nach unten. Und das habt ihr jetzt alles nur bei einem Gang. Das haben wir jetzt alles nur mit einem Gang gemacht. Um das nochmal zu verdeutlichen, wie viel es hier zu erforschen gibt. Und ihr merkt ja, wie sehr ich dem Erforschen zugewandt bin. Dass es hier wirklich sehr viel immer gibt. Und wenn es viel gibt, dann wird auch viel ausgenutzt. Was ich bloß gerne haben würde, wenn dann mal wieder ein Zombie hier unten rumläuft in so einer Höhle, dass ich mir dann von dem dann mal so einen Enterhaken leihe. Weil ich mit dem Ding ja sowas machen kann, so eine Apparatur. Eine Apparatur, mit der ich sehr viel erreichen kann, die mir nämlich beim Klettern hilft.
So muss ich nicht immer so viel abbauen. Gut, ich muss jetzt irgendwie dieses Spinnennetz kriegen. Nein. Soll das jetzt nicht hier runter? Gut. Ich muss jetzt schnell hier wieder hoch. Das ist jetzt scheiße. Verdammt. Ich werde drängen. Komm noch einmal. Oh, am Rande des Überlebens. Oh, das ist scheiße. Richtig scheiße. Ach, Leute, ich hasse sowas. Deswegen gehe ich nie so gern runter in irgendwelches Wasser. Na komm, machst du noch weiter? Seht also, was es da unten alles gibt. Wenn ich mal dazu komme, werde ich dieses ganze Wasser hier mal ablassen. Und dann werde ich das weiter erkunden da unten. Aber nicht jetzt. Denn jetzt möchte ich erstmal wieder hier raus. Und da hoch. Gut. Ich muss da vorher noch dieses Spinnennetz mitnehmen, genau. Gut. Hätten wir das. Möchte ich noch hier hoch. Der Slime wartet ja schon auf mich, aber da komme ich nicht so richtig hoch hier. Weil das hier oben alles zu eng ist. Jetzt komme ich hoch. So. Das Vieh auch weg. Und jetzt geht's hier hoch, um das Kupfer abzubauen. Und dann kann ich mit dem nächsten auch mal einen Kronleuchter machen oder sowas. Ich wusste eigentlich irgendwie gar nicht, ob es hier Eisenerz überhaupt noch gibt oder ob es überhaupt mal gab, aber ich dachte schon. Deswegen vermisse ich es jetzt. Oh, Silbererz haben wir hier drüben. Mal wieder auf eine schöne Silberader gestoßen. Super. Da kann ich mit dem nächsten auch, glaube ich, dann eine Silberhose machen. Eine Silberstiefel. Ich habe Silber. Ja, Silberhose und Stiefel. Das ist ja hier zusammengelegt. Das ist ja nicht wie bei Minecraft, dass das einzeln ist und dass man dann vier Rüstungsmöglichkeiten hat. Sondern hier hat man ja dann nur drei. Hier ist noch ein bisschen Silber. Da haben wir jetzt insgesamt 36 mitgenommen. Na gut, da lassen sich aber auch nur ein paar Silberbarren draus machen. Aber ich habe, glaube ich, meinen Truhen noch genügend dafür. So dass das reichen müsste dann für ein paar neue Stiefel. Was dann heißt, dass ich wieder mehr Rüstung habe. Wo jetzt eigentlich nicht herunter. Aber jetzt kann ich ja drüben wieder hoch. Und da oben gehen wir jetzt. Da ich gehe jetzt auch nochmal kurz da hoch. Und ich sehe wieder, ich brauche ein paar Fackeln. Ich mache am besten noch gleich wieder welche von dem ganzen Glibber, den ich habe. Und da haben wir wieder 36. Denn jetzt geht's hier hoch. Auch lustig, wie ich das anstellen werde.
hochgraben. Das ist die Devise. Das ist die Devise von Tim Wiese. So, und da. Das war jetzt ein Megasprung nach oben. Und jetzt gibt's hier eine Höhlenabschnitt-Dingens-Teil, wo es nicht ordentlich was zu holen gibt. Gut, also geht's wieder runter. Und jetzt geht's endlich weiter. Jetzt kann ich das abbauen. Das auch. Gut. Bumerang, da. Muss ich das hier noch abbauen, damit ich hier durch kann. Und Bumerang. Na komm. Jetzt komme ich auch hier hoch. Jetzt geht's weiter. Und da drüben waren wir vor uns erst gewesen. So, jetzt muss ich mich hier noch irgendwie hochbauen. Abbauen, 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 abbauen und hoch. So, jetzt sind wir endlich wieder hier. Hat ja lang genug gedauert. Und jetzt geht's endlich weiter. Hier baue ich mir jetzt noch eine Dingens drüber. Gut, und das ist der Vorteil eines Bumerangs. So, wieder mal demonstriert. Noch eine schöne Fackel hinsetzen. Und hier drüben anbauen. Jetzt kommt der erste Wurm. Ich wollte jetzt eigentlich hier mit meinem Bumerang reinhauen. Wenn der jetzt hier drüben lang kommt, könnte ich den eigentlich schön eine verpassen. Jetzt habe ich den noch. Und wenn er jetzt nochmal kommt, dann kriegt er noch eine reingewirkt. Super, und ich habe nichts abgezogen gekriegt. So macht man das. Und abbauen, 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 abbauen. Da seht ihr mal, wie viel rauskommt, wenn man den Westen erkunden will hier. Nein, das ist ganz schlecht. Drüber. Ist das Ding fast down? Ich hasse das, wenn ich hier in Dunkelheit bin und nichts sehe. Ja, in Dunkelheit sieht man ja auch normalerweise nichts, ne? Aber dann auch nichts dagegen machen kann. Weil nichts da ist. Oder wenn ich hier im Wasser stecke und nicht wieder rauskomme. Gut, nur mal das Steinzeug hier noch weg, das ist dumm. Machen wir erstmal noch einen Löschstab hin. Nehmen wir das noch mit. Das machen wir zu. Und dann geht's rüber. Das bauen wir den Stein noch ab. Ins Wasser, wie gesagt, gehe ich erst später, weil da habe ich echt jetzt keinen Bock drauf.
eine neue Musik. Bin ich jetzt bald im Nether oder was? Ich weiß nicht. Oh, ich erreiche, glaube ich, bald eine neue Tiefe. Und jetzt geht's erstmal hier, das muss ich wegmachen. Denn hier gibt's wieder, wie gesagt, Erze, Kupfer und Lead-Ohr. Und jetzt geht's erstmal hier rüber, bauen wir wieder eine schöne Brücke. Hier drüben gibt es ausnahmsweise mal nichts zu holen, außer dass hier drüben noch eine Höhle ist und da sehe ich, glaube ich, eine Kiste, die wir uns natürlich sofort unter den Nagel reißen. Ich kann mich aber auch getäuscht haben. Ne, es waren nur ein paar Krüge oder ein Krug. Mit ein paar Holzpfeilen. So, und da haben wir immer mehr ausgeleuchtet hier. Jetzt geht's weiter runter. Wir müssen, ob ich jetzt hier auch wieder hochkomme, ja. Gut. Da haben wir Eisen, ne, Platin. Sieht das wirklich aus wie Eisen. Irgendwie komme ich in der Tiefe nicht so richtig vorwärts. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Ich würde mich mal hier kurz hochbauen, weil da noch Eisen, Silber ist. Und weg. Müssen wir das noch machen. Dann kann das Zeug noch schön abfließen hier. Ne, müssen wir hier noch einen Block wegmachen. Dann kann es auch abfließen und dann können wir hier eine Fackel hinhauen. Hallo? So, jetzt. Und dann haben wir hier noch das andere Gestein. Was wir uns noch holen. Und da unten habt ihr schon wieder so ein komisches Erz, was wir nicht abbauen können. Wie vorhin ist das. Da oben sehe ich Gold oder was das ist. Topaz vielleicht sogar. Sieht sehr schön aus. Also sehr schön ist relativ, ne? Und es ist Topaz, genau. Wie schon erwähnt. Und eine goldene Kiste da unten. Hier drüben geht's. Ich werfe erstmal einen Glowstick rein. Nicht viel weiter, genau. Gut so. Dann muss ich das auch nicht weiter erkunden. So, jetzt geht's hier runter. Na komm, so, tot ist es. Das Vieh. Graben wir hier schnell mal runter. Dann kann das ganze Wasser abfließen. Und wir werden erstmal ungestört vom Wasser. So. Oh, eine Engelstatue. Shoe Spikes. Ermöglicht die Fähigkeit abrutschen Wände. Verbessert Fähigkeit, wenn sie klettern. Claws. Mit Claws kombiniert. Aha. Kann ich jetzt Wände herunterrutschen? Silbermünzen haben wir jetzt. Oh, das heißt ein paar neue Goldmünzen. Fackeln trifft sich gut. Strahltrank und Schuriken. Und dann nehmen wir die Kiste wieder mit. Hauen hier noch eine Fackel hin, sodass wir wieder sehen, wo wir sind. Und dann haben wir noch Eisen, Silber, meine ich doch. Silber und Kupfererz. So, ich denke, das war's dann erstmal nach dem Kupfererz, nachdem ich das Kupfererz hier noch geholt habe.
werde ich erstmal den Part wieder beenden, denn es wird auf die Dauer langweilig, die ganze Zeit in der Höhle zu bleiben. Ich werde zwar die weiteren Parts dann auch in der Höhle machen, aber jetzt ist erstmal Cut. Das war's von mir mit eurem Alex. Haut rein, bis Terraria, bis zum nächsten Mal.